liebe Zuseher und herzlich willkommen bei Ponga TV und einer neuen Ausgabe von Topsache. Und die heutigen Gaumenfreuden, die erwarten uns mit Edi Rettenwender. Und wir dürfen heute im Küchen- und Wohnstudio Karlsberger bei Andreas und Petra Karlsberger in Eben kochen. Lieber Edi, schön, dass du heute da bist. Servus. Herzlich willkommen in der Sendung. Und passend zur Spargelzeit hast du heute was Besonderes für uns vorbereitet. Was gibt's denn? Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein Forellenfilet abgegrillt mit einem Kräuter oder sagen wir einem Kresse-Risotto und einem grünen und einem weißen Spargel dazu. Mhm. Dann würde ich sagen, legen wir los. Es ist jetzt so, ich habe jetzt Forellen-Ganze mitgebracht. Ich weiß, jeder sagt daheim, mal ein Forellen filetieren, um Gottes Willen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, sage ich eng. Man nimmt einfach die Forellen, man soll auch schauen, beim Einkaufen, bei der Forelle, wenn es frisch sein sollte, dass die Kiemen schön rot sind, dass die Augen glasig sind und dass keine schlutzige Haut hat, also nicht so schleimig. Dann nimmt man sich einfach die Forellen her, schneidet man einfach ganz einfach den Kopf runter, dann sticht man einfach mal rein und probiert einmal am Grat entlang einfach schön entlang schneiden. So, dann hinten auch noch einmal ein bisschen reinschneiden, nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig. So, dann sieht man da schon die Gräten und dann kann man es einfach ganz langsam auch lösen. Aber natürlich kann man das schon ganz fertig im Geschäft, die Filets kaufen. Der, der sich nicht drüber traut, aber probiert es einfach einmal. Es ist nicht schwer. Die ersten Filets werden ein bisschen Katastrophe ausschauen, werden auch ein Tsunami. Aber nicht schlimm. So. Und dann tut man das einfach auf der anderen Seite auch noch einmal. Wenn du jetzt nicht bei uns zu Gast bist und da bei Ponga TV kochst, was machst du denn? Mit meinen Kollegen habe ich die Pizzeria Pinocchio. Und da bin ich dann meistens im Service oder in der Küche, wo ich halt netter gebraucht werde. Natürlich kann man auch, habe ich auch mitgebracht für die, was jetzt sagen, okay, das ist mir zu anstrengend oder auch so wie ich, ein bisschen nervös oder was, weil wir auseinandernehmen. Man kann auch die Filets dann schon so fertig kaufen. Jetzt werden wir uns um den Spargel kümmern. Das ist natürlich aus dem Machfeld, habe ich den. Nicht direkt vom Machfeld selber rausgeholt, sondern ich habe ihn bei uns in die Geschäfte in Altenmarkt gekauft. Und ganz wichtig ist halt beim Spargel, wie erkennt man, ob der Spargel frisch ist oder nicht. Und ganz einfach, man nimmt einfach zwei Spargel und tut da einfach dran rein. Und wenn er so quietscht, dann ist der Spargel frisch, dann ist er sehr gut. Und du wirst jetzt sicher fragen, weil jeder aber meint, ja, Spargel, der kann auch bitter sein. Ich sage, das hat man beim Kaufen, kann man das nie so genau sagen, ob der Spargel jetzt bitter ist oder nicht. Man kann einfach gewisse Sachen beim Kochen dann dazu tun, dass er nicht so bitter wird. In der Zwischenzeit können wir den Spargel jetzt schälen. Ich schneide mir aber gern, unten ist er meistens so ein bisschen trocken und so, da ist ein bisschen auch holzig. Das schneide ich gern aber ein bisschen gleich grob, zügiger weg. Das tue ich mir auf Zeiten. Und dann schüben wir einfach den Spargel so schön her. Ich tue aber lieber ein bisschen mehr auch, weil man kennt ja, wenn man dann einen Spargel kriegt und wenn dann die ganzen Fäden drin sind, ist es halt nicht so gut. Weil die Spargelabreste oder Abschnitte kann man ja dann wieder hernehmen für eine Spargelsuppe. Natürlich auch den Spargelfond, was wir da jetzt machen. Wir kochen hier für 4 Portionen. Das ist relativ ein großer Spargel. Also tue ich mal für 4, für jeden einen. Und beim Grünen, das schieben wir nachher. Beim Grünen braucht es einfach nur unten das Wegschneiden. Großzügig mache ich das aber. Und den können wir einfach so kochen. Weil das ist überhaupt nicht Spee oder irgendwas, sondern es ist ganz gut. Von der Kochzeit her, der Weiße braucht ein bisschen länger, gell? Normalerweise mache ich es immer auf zweimal. Also den grünen Spargel tue ich extra, weil den braucht man eigentlich nur einmal kurz aufkochen lassen, dann ist er schon fertig. Und der Weiße, und je nachdem auch, wenn ich jetzt einen dünnen Spargel habe oder wenn der Spargel nicht so dick ist, dann muss ich ihn auch nicht so lang kochen. Das muss man halt abwiegen. Darum sollte man auch schauen, dass man circa alle die gleich großen, da halt ein bisschen dicken erwischt, das ist auch noch so, dass sie gleich sind, weil wenn man das dann zusammenkocht, dass das nicht so, weil sonst sind sie unterschiedlich. Der eine ist schon durch und der andere ist nicht. Aber ich tue oft auch dann auch probieren und tue mir die einzelnen dann schon aus, weil ich einfach sage, okay, der braucht noch ein bisschen länger und der ist schon fertig. Du Edi, was tun wir da jetzt ins Spargelkochwasser alles rein? Mit der mal ein bisschen Salz rein. Damit schon genug rein, das ist jetzt nicht so. Dann tue ich auch gerne mal ein bisschen am Pfeffer rein.
und ein bisschen Suppenpulver, was jede Hausfrau oder jeder Hausmann daheim hat. So, ganz wichtig ist ein bisschen Honig. Das ist das Gemüse immer gut, wenn man ein bisschen Honig dazu tut oder Zucker. Und dann, dass die Bitterstoffe rauskommen, hat sicher jeder ein Semmel daheim. Das einfach rein. So, jetzt kocht es auf und jetzt geben wir zuerst den grünen Spargel, gebe ich zuerst rein, koch den, gib den dann raus und dann machen wir den weißen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Während jetzt der Spargel kocht, werde ich mich ein bisschen mit Andi unterhalten. Andi, ihr seid jetzt seit circa einem Jahr bei dem neuen Standort. Jetzt im Vergleich zum vorigen Standort, der ja doch etwas kleiner war, was habt ihr soweit für Erfahrungen gemacht? Unsere Erfahrung ist einfach in dem Sinne jetzt ein Gewinn, dass wir also mehr Ausstellungsfläche haben, dass von den Kunden her ein bisschen angenommen worden ist, eben weil der Außenauftritt natürlich auch größer geworden ist. Und Laufkundschaften auch sehr viele zu uns kommen und uns in unserem neuen Studio besuchen praktisch. Und ihr seid ja nicht nur ein Handelsbetrieb, ihr fertigt ja auch nach Maß. Was kann man da bei euch alles kaufen? Im Endeffekt ist es so, dass wir eigentlich alles machen, was im Innenbereich zu tun hat. Ob das mit Böden, Innentüren, Wohnräume, zum Beispiel Kochen, Essen, Schlafen zum Beispiel zu tun hat. Oder auch Gästezimmer, Hotellerie. Zum Beispiel, da sind wir überall engagiert, dass wir unsere Ideen mit einbringen. Dann danke dir. Dann schauen wir jetzt wieder, wie es in Edi geht. So, jetzt kocht er schon. Okay. Dann werden wir den einmal in ein kaltes Wasserbad heraus. Wichtig, oder? Kaltes Wasserbad? Beim Grünen ja, weil er einfach doch die grüne Farbe gut hält. Und ich muss nicht extra lang, weiß gut, wie mit kaltem Wasser abschwarm. Sagt man abschwarm? Ja. Mal wieder zurückdrehen, weil das kocht wie Sau. So, haben wir alles raus. Dann geben wir, einen haben wir da noch. Dann geben wir den Weißen hinein. Und der braucht jetzt ein bisschen länger. Wenn man sagt, okay, 5 Minuten soll er mal kochen, so leichter hinköcheln. Dann nehme ich mir einen raus, schneide unten einmal an. Koste den, ist der Biss fest, weil das zieht alles nach. Also wenn ich jetzt lang rein und dann in einem kalten Wasser, dann zieht das Arbeit und bis das kalt wird, dann hast du halt ganz am Gatschigen. Also ich tue aber lieber ein bisschen früher raus, weil wir braten dann sowieso noch einmal an. So, jetzt machen wir als nächstes, dabei der Spargel kocht, kann man ja nebenbei auch noch was machen, tanzen oder Fernsehen schauen. Nein, wir machen jetzt eine Beilage, das Risotto. Wenn du mir bitte einen Knoblauch und eine Zwiebel rüberreichen würdest, liebe Marina. Natürlich. Dankeschön. Fein zusammenschneiden. Dann nehmen wir auch Olivenöl. Ich koche alles gern mit einem Olivenöl. Ist auch hitzebeständiger wie das normale Öl. Da mixe ich schon ein bisschen was rein. Und dann einfach den Zwiebeln und Knoblauch ins Topferl. Die aufschütten, so hat nicht so viel Power. Den Kochlöffel. Jetzt fangen wir schon an. In der Zwischenzeit kann man ein Risotto herrichten. Da nehme ich aber eine Tasse her. Ich mag das nicht, wenn es aber heißt 300 Gramm bla bla bla. Ich sage aber, die 4 Leute, weil es wird nur eine Beilage sein, reicht eine Tasse. Das ist ca. 1/4. Der hat es einfach dann auch messen. Eine. Ui, alles daneben. Hat man nicht gesehen. Hat man nicht gesehen, aber erklärt hat man es. So, dann kommt die Tassen da, der Risotto rein. Das lässt man ein bisschen anrösten. So, dann nehmen wir Wasser. Einfach 2 Tassen nachher, einfach doppelte Menge. So, das kommt dann da rein. Hört man schon brutzeln. Das lässt man jetzt mal ein bisschen einreduzieren. Der Risotto sollte nicht wie ein Reis gekocht werden, dass man einfach sagt, man gießt voll auf und der kocht sich nachher. Sondern das lässt man jetzt einfach ein bisschen einreduzieren und dann tut man klarweise noch eine 2. Tasse dazu. Inzwischen kann man den da ein bisschen würzen. Ich nehme wieder gerne Suppenpulver her. Ein bisschen ein Aromat. Oder Fondant, wie das heißt. Dann tut man ein bisschen salzen.
Und dann lassen wir das einfach ein bisschen dahin köcheln. Das wäre so circa 4 Stunden, 20 Minuten, wo man ganz langsam arbeitet. Man kann es ein bisschen schneller machen, dann gießt man einfach das nochmal die zweite Tasse sofort auf, dann kannst du dahin kochen, dann brennt es auch nicht an. Und man kann nebenbei, schaut man schon wieder mit der Spargelzange, ob der, jetzt probieren wir mal einen, mal raus. Darfst du mal einen kosten, komm rüber zu mir. Ist halt noch ein bisschen heiß. Ja, danke schön. Brauchst du einen Gabel? Gabel habe ich da hinten her, kriegst du dich. Bitte schön. Schau mal, aber ich glaube, dass er noch ein bisschen braucht. Du bist die Chefin, du sagst mir das jetzt auch. Ist auch nicht zu heiß. Bisschen noch. Jetzt habe ich leider der Marina die Zunge verbrennt. Es tut mir leid, das wollte ich euch jetzt nicht. Aber ist er holzig, ist er irgendwie bitter? Du musst erst einmal alles schlucken, Entschuldigung, ich verlange aber viel zu viel auf einmal. Ja, sehr gut. Sehr gut. Bissi braucht er noch. Bissi braucht er noch. Dankeschön. So, Marina, jetzt werden wir uns um die Forellenfilet kümmern. Gell? Weil die haben wir jetzt zuerst filetiert oder gekauft, je nachdem, wie man das haben will. Mit was werden jetzt die Filets gewürzt? Ich tue eigentlich nur gern ein bisschen Salz drauf. Natürlich immer beidseitig. Nicht nur auf einer Seite. Die Haut ist ja auch gut. Dann ein bisschen am Pfeffer. Drehen wir das schnell um. Marina, wolltest du bitte eine Zitrone? Dankeschön. Das einfach dann auf der einen Seite, tue ich das dann gerne so ein bisschen drüber. Also du holst das Ganze sehr pur, dass einfach dieser der Eigengeschmack von der Forelle rauskommt, weil ich kann ihn jetzt schon mit einem Haufen anderen Gewürz drüber, aber es geht ja um die Forelle, es geht ja um den Geschmack. Je nachdem, wie man Knoblauch gern hat, also ich mag aber mehr, die anderen mengen das wieder nicht so. Aber das muss man sich selber dann einfach irgendwie abstimmen. So, da. Und ein kleiner Tipp, dass eigentlich die Forelle jetzt nicht irgendwo auf der Pfanne bicken bleibt. Erstens muss die Pfanne sehr heiß sein und dann Olivenöl rein tun. Aber ich tue ihn auch gern in Mehl einfach links und rechts anwenden, dann bickt er dann nicht so an. Wenden. Jetzt fängst du an brutzeln an. Kann man ruhig alle rein tun. So, das tun wir dann in die Abwasch. Was ich auch voll gut finde, dass der Karlsberg Andi gesagt hat, dass er den ganzen Abwasch noch macht für mich. Weil das ist ja für jeden Koch das Schlimmste, dass man das dann wieder alles aufwaschen muss und zusammenräumen muss. Ja, das ist praktisch, ja. Gell, das ist praktisch. Den gehen wir jetzt auf die Seite, den lassen wir jetzt einfach nur ein bisschen durchziehen. Der ist noch nicht ganz fertig, aber den brauchen wir jetzt am Herd nicht mehr haben. Und zum Schluss werden wir einfach den Parmesan drunter reiben, dann gibt es richtig eine schöne, cremige Konsistenz. Wie lange würdest du den Fisch jetzt drin lassen? Auf beiden Seiten sollte circa 5, also insgesamt 5 Minuten, also sollte man links, rechts ihn einfach abrotten. Man kann auch gerne nochmal umdrehen. Man sieht, schau, das hat, weil der Knoblauch da oben war. Jetzt ist da schön drauf, wird es schön braun. Und weil er ja nicht so dick ist, die Forelle, oder er oder sie, was das war, dauert das nur 5 Minuten. So, dann haben wir das da. Dann geben wir den Fisch einfach auf die Seite. Jetzt haben wir da den Risotto, der ist jetzt fertig. Das passt jetzt alles. Da werden wir jetzt einfach nur noch ein bisschen an Parmesan reinreiben. Einfach ein Stück Parmesan in einen Schüssel rein. Schmeißt es dann einfach rein. Einfach durchrühren. Und bei der Kresse ist halt ganz wichtig, dass man das erst ganz zum Schluss, bevor das wir anrichten, weil sonst ist das für die Kresse nicht so gut. So, das haben wir jetzt alles. Jetzt werden wir alles mal ein bisschen warm stellen. Und jetzt werden wir uns noch einen Spargel dazu anbraten oder angrillen. So. So, das spritzt jetzt ein bisschen, weil es Wasser drin ist mit dem Öl. Dann mache ich gerne mal, würze ich mal mit ein bisschen Aromat.
Natürlich, Marina, du musst jetzt erst noch das Risotto abschmecken. Haben wir einen Löffel, ob das für dich... Aber pass auf, es ist heiß. Ich koche mit heißen Sachen, gell? Dankeschön. So, du mal kosten und dann sag, bist du aber ganz ehrlich, was wir rein da sollten. Jetzt probieren wir mal, schauen wir mal. Ich koste auch mal. Der kommt ja viel. Voll gut. Vielleicht noch ein bisschen Salz. Was sagst du? Ja, schon. Ein bisschen Pfeffer. Ja. Und da haben wir noch einen Pfeffer rein. Was wir auch noch eintun, ein bisschen Aromat. Ich liebe es. So. Dann können wir das ein bisschen schwenken. Ein bisschen aufschalten, wenn wir mit dem Ofen auskennen. Und dann war es soweit, wir warten zum Anrichten. Dann gehen wir noch mal schnell zur Kresse rüber, tun wir einfach so ein bisschen drüber. Und zu meinem leichten Frühlingsessen empfehle ich gerne mal einen grünen Veltliner oder einen Welschriesling oder einen Sauvignon. Guten Appetit! Das war's auch schon wieder von der heutigen Ausgabe Topsache Gaumenfreuden mit Edi. Ich darf mir jetzt meine Mahlzeit schmecken lassen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Nachkochen. Machen Sie es gut, Mahlzeit. Und nicht vergessen, Pongau TV, du bist da dabei.